Ellie, Guck mal, was machst du an der Tür? Sicher. Sie geht nicht nach. Was haben Sie mit ihm gemacht? Aus dem Weg! Die Ratten! Er kann sie kontrollieren. Ja, mit der Makula. Bitte schön. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend leicht durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann... Du bist verrückt. Wir müssen abhauen. Amicia, er hat recht. Geh durch. Nein, nein. An die Arbeit. Hugo! Töte sie, oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo, ich bin Amicia, deine Schwester. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Hugo, nein. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelleträger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Hugo, nein. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelleträger. Hör nicht auf ihn, Hugo. Genug. Ich verfüttere sie an deine Ratten. Fass ihn nicht an, Mistkerl. Mistkerl, er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger. Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors. Also jetzt! Der! Wir haben den Bastard! Amicia! Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal. Schon gut. Ich bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein, nein. Ich, Hugo, ich wollte dich beschützen. Ich bitte! Du hast gelogen! Nein! Die Schwelle! Ja! Du hast es geschafft! Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Hugo, er darf uns nicht sehen. Das seid ihr ja. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm. Wie ihr bald herausfinden werdet. Moment, die Ratten. Sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Die will ich jetzt... Ach so, hier unten.
9. Nein! Ungeziefer! Wer hat denn das gemacht? Ah, gut. Ihr wollt also spielen. Dann spielen wir. Auf Augenhöhe. Die Ratten, Amicia. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Hä? Ich wollte gerade sagen. Das so, jetzt aber schnell. Das Ende. Amicia! Arthur? Nein, nein, nein! Arthur! Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf! Ich töte sie! Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht! Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind 5 gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Mama finden. Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Ellie ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Ich habe gerade so viel Ressourcen verbraucht gerade. Das wir jetzt mal sammeln. Oh Mist! Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Oh, Melly, warte! Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Vorsicht! Glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Vitalis weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch, wir wissen nicht mal, was in dieser verdammten Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Habt Vertrauen.
Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt! Er wird sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Mist, dass ich die Beschwörung nicht aus nächster Nähe finden kann. Das Wichtigste ist, dass der Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Bäh. Ich kann nichts aufwerten, schade. Geschickt, um nach ihm zu suchen? Seltsam. Was? Soll der Krach? Hier! Schnappt sie! Das ist doch... Ja. Oh,
Was zum Teufel ist passiert? Nicht sein Ernst, oder? Jetzt geht das selbe Spiel wie eben los. Zwei Wachen, eine für jeden. Oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Man weiß kaum noch, was richtig und was falsch ist. Kümmerst du dich um ihn? Du wirst bezahlen. Auf das Ende. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Machst du das, Rodrik? Ist recht. Wow. Durch mit euch. Schnell. Vorsicht. Doch richtig gut. Vorsicht! Thank you.
glaube. Oh. Zuerst. Ja. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Wir müssen noch ein paar Utensilien jetzt mitnehmen. Schlecht, gar nicht schlecht. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Gah, Dreckstück. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Jetzt aber. Geschafft! Hugo, geht es dir gut? Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Roderick. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. So, dieses Mal sehr rein. War aber richtig knapp wieder. Weil die Ressourcen sind so gut wie aufgebraucht. Roderick, folgst du uns? Bis in die Hölle. Ja, wo denn jetzt lang? So, shit. Ja.
Ja. Die Decke stürzt gleich ein. Beruhig dich. Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Wirklich? Ich lüge nie. Vater zu sagen pflegte, das Feuer macht den Schmied. Das muss der Ausgang sein. Nicht ruhig für einen Tag der Wunder. Kümmerst du dich um ihn? Lass ich mir nicht zweimal sagen. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Sei mit euch! Ja, danke! Und viel Glück! Hey, wartet! Alter! In Deckung, Bogenschützen! Gute Arbeit, Männer! Haltet die Augen auf! Niemand darf sich der Kathedrale nähern! Die Kathedrale! Wir sind auf dem richtigen Weg! Da, das Fallgitter! Das ist der einzige Weg zur Kathedrale! Wir müssen da irgendwie hin! Tada! Genau, was ich brauche. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Roderick! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Noch mehr! Keine Sorge, kommt schon! Weiter so! Ihr habt es fast geschafft! Ich brauch nur eine Pause. Gut so, Roderick. Das war's. Geh in Deckung. Wir sind da. Steh nicht auf nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Roderick. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Hugo, los. Jetzt du. Ah!
Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Roderick und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Roderick. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, das... Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Zählt auf uns. Also haltet die Augen offen. Ad ignem! Ad lucem. Handbuch des Inquisitors. Ist das dein Ernst? Es gibt ein Handbuch für diesen Mist? Es wurde vor Vitalis Zeit geschrieben. Dann stellen wir sicher, dass es keinen zweiten Band geben wird. Wir sind da. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Oh,
Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihnen, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. So funktioniert's. Okay. Ach, komm, wir haben mehr. Scheiße. Schöne Familie. Melly! Hilf mir! Es darf niemand herein! Verstehen, Beatrice. Mama! Mein Kind. Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus! Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Lasst sie gehen, Vitalis. Das ist eure letzte Chance. Danny. Hugo, deine Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade. Es hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, Tatterkreis. Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an. Taumeln auf mich zu wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug, Vitalis. Ihr seid allein. Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie hat gesehen. Lukas, Melly, bleib hier. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melly. So gut. Vernichtet ihn. Erhebt euch und zerfallt sie. Was zum? Er lässt sie sich neu formieren. Sie hält sich an. Hoffentlich hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Seht euch doch an, Vitalis. Ihr habt eure Hand in einem Stich gelassen. Entschuldigung. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Ich überfremde eine alte Welt. Haltet ein. Die Gewinner, Mister! Ja!
drum. Vico, du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht, die Gabe des Selbst. Ich bin die Einheit. Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jede. Zu mir. Lasst uns eins sein. Du, Hugo, bald du. Lässt sich uns anschließen. Nein, seine Engel. Komm, er hilft uns, Amicia. Komm zu mir zurück. Ah! Nein. Schmerzen, nein, das ist unmöglich. Dafür werdet ihr bezahlen. Komm zu mir. Der hey, da ist er ja. Scheiße. Ihr wart es. Wieso hat denn das jetzt besser geklappt? Ich habe mein Fleisch geopfert. Um das Festsiegel zu werden, der alles vereint. Ihr könnt mich töten. Sie gehören euch. Ihr werdet ihr bezahlen! Kommt zu mir! Das erste Blut! Mit Gewissheit und nicht zurückstehen, Amicia! Lasst uns eins sein! Jetzt, Hugo, genau hier! Sie sich uns anschließen! Nein! Lass mich nicht allein! Er hilft uns, Amicia! Ihr wart es! Ja, ja. Aber es kommt nur eine. Es kommt nur eine. Ja. Und jetzt kommt der Haifisch. Sag ich ja. Oh, nee. Komm nicht der Haifisch, komm nochmal. Leute, jetzt kommt nochmal der Haifisch. Nochmal die Säule. Es ist vorbei.
Es geht noch weiter. Oder? Gut, gehen wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist C, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Ich kann nicht brauchen. Oh, Amicia, sieh nur. Du dein Glück mal versuchen. Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Bereit. Los, Amicia. Ach, sogar ohne Zeitbegrenzung. Ja! Oh. Ja, es waren noch jetzt alle, oder? Nee, da hinten ist noch eine. Du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, Amicia. Sehr schön. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt, Hugo. Komm schon. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Hey, seht mal, der Kleine. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt! Na los! Zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Thank you.
Findest du mich hübsch? Ha, du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege kann...